Moin Moin und recht herzlich willkommen zurück zur Episode 3. Die Episode 2 im Modul A hat ja, der Frank würde sagen, war ein Weng lang. Ich versuchte jetzt die Episode 3 ein bisschen kürzer zu sprechen. Und weiterer Hinweis, die nächsten Episoden, die werden dann mehr auch Inhalte reinbekommen, wo ich tatsächlich Werkzeuge zeige. Das heißt, da werde ich noch viel mehr Praxis zeigen. Heute das Thema persönliche Lernumgebung mit sogenannter Social Software gestalten. Was ist erstmal Social Software? Ganz kurz zusammengefasst ist Social Software Software, also Programme, die Gruppeninteraktion, Gruppenarbeit unterstützen. Und bisschen länger gefasst könnte man sagen, das sind Dienste, welche die Erstellung von Inhalten und Kommentaren sowie die Interaktion, zum Beispiel Kommunikation zwischen Individuen und Gruppen, mit sozialen Feedback-Mechanismen verbinden und die Bildung sozialer Netzwerke unterstützt. Soziale Feedback-Mechanismen sind Dinge, wenn ich Rückmeldung geben kann. Das ist gut, das ist nicht so gut, das gefällt mir. Das wird häufig genutzt von anderen Personen. Das ist besonders beliebt. Das sind soziale Feedback-Mechanismen. Mechanismen. Bildung sozialer Netzwerke, das kennen Sie aus den Schülerverzeichnis, StudiVZ und Facebook. Ich benenne bestimmte Personen als Freunde oder nehme in Gruppen rein, etc. Der Thomas Bernhard und der Marcel Kirchner, die haben hier so eine Taxonomie von Social Software aufgebaut und haben es unterschieden in Bereiche, die eher was mit Kontaktaufnahme zu tun haben, die was mit Produktion und Reflexion von Inhalten zu tun haben, Argumentation und Austausch und Kontaktpflege. Und dann gibt es so Dinge, die so irgendwie dazwischen sind, die vieles zusammenbauen. Also das sind Dienste, auf denen man andere Dienste integrieren kann. Und ansonsten sind hier vor allem rechts oben Social Networking, die sozialen Netze. Social Publishing, ich erstelle diesen User-Generated Content und stelle den zur Verfügung. Social Collaboration, man arbeitet zusammen, zum Beispiel Google Text und Tabellen kann man an einem Dokument gemeinsam arbeiten oder Wikipedia, dort werden enzyklopädische Einträge zusammen erstellt und Online Communication ist dann die Kommunikation über das Netz, zum Beispiel über Skype, wo man miteinander telefonieren kann, übers Netz. Aber auch einfach Maildienste, wo sie E-Mails hin und her schicken. Eine andere Form der Einordnung, der Taxonomie ist diese hier, die ich auf Basis von einer früheren Taxonomie von Etienne Wenger aus 2001 überarbeitet habe und ist ein bisschen differenzierter. Hier werden einmal kollaborative und individualisierte Suchdienste thematisiert. Das bedeutet, man integriert immer mehr Arbeiten und Lernen miteinander. Ich komme an den Punkt, wo ich plötzlich nicht weiter weiß und suche. Und dafür gibt es auch Suchdienste, die dann wiederum, wo man gemeinsam sucht. Gemeinsames Arbeiten in sogenannten Projekträumen, soziale Strukturen, Online-Communities und Friend of a Friend heißt es, Friend of a Friend, so wie zum Beispiel Xing zum Beispiel und Networking-Plattformen wie Facebook etc., wo man sich einfach kennenlernt. Konversation, klar, E-Mail und Diskussionsgruppen. Flüchtige Interaktion, das ist dann synchrones Miteinander interagieren, zum Beispiel in Form von Chats, Instant Messaging oder aber auch Online-Konferenzen, formales Lernen, klassische E-Learning-Räume wie zum Beispiel so ein bisschen StudIP. Da hat man, sieht man mal, wie wenig das eigentlich von diesem neuen Online-Lernen 2.0 eigentlich ausmacht. Dann Wissensfilterung, es gibt so viel, wie komme ich eigentlich dahin, dass ich überhaupt das für mich Relevante finde? Da mit sozialen Lesezeichen erstellen und gemeinsames Filtern von Neuigkeiten und Informationen.
kann man dann arbeiten. Und Dokumente und Praxis, die werden abgelegt in sogenannten Wissensrepositorien. Da kann man Inhalte ablegen und man kann die Sachen natürlich auch publizieren. Ein Dienst, den wir uns da anschauen werden, ist zum Beispiel Scribe. Da kann man PDFs hochladen, runterladen. Und dann haben wir schon diesen Zirkel, diesen Kreis hier wieder geschlossen. Das ist nochmal ein bisschen eine weitere Möglichkeit, das zu klassifizieren. Mit all diesen Werkzeugen kann man nun persönliche Lernumgebungen bauen. Persönliche Lernumgebungen sind Systeme, die den Lernenden helfen, ihr Lernen irgendwie so ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen und die durch mit Online-Tools zu unterstützen. Und Stephen Downs weist darauf hin, dass es da nicht nur darum geht, Lernressourcen zu nutzen und konsumieren, sondern auch selber welche zu erstellen und auch wieder bereitzustellen. Und der Wolfgang Neuhaus, der sagt, dass der Vorteil von dem PLE ist, dass die Benutzer ihre persönliche Lernumgebung haben, die unabhängig von Institutionen ist. Also das heißt, egal ob Sie halt hier an der Uni Bremen sind oder dann an eine andere Uni zum Beispiel ins Auslandssemester gehen, Sie haben trotzdem Ihre Umgebung und können sie für sich nutzen und können die auch weiter ausbauen. Das ist jetzt hier ein Beispiel, was macht man denn eigentlich so in einer persönlichen Lernumgebung? Und da sind ganz, ganz viele Sachen. Ich male zum Beispiel vielleicht Abbildungen, ich sende große Dateien, ich möchte irgendwie meine Literatur stellen, meine Literatur verwalten, ich möchte interessante Sachen, die ich lesen sollte, die mich interessieren, erhalten und so weiter und so fort. Und ich hätte so eine ganze Reihe von Dingen, die man da so machen kann und hat dann immer wieder Dienste hier angeboten. Und da sehen Sie schon, aha, das sind alles hier Dienste. Digo, NetWipes, Etherpad, Gliffy, Zotero, alles spannende Namen. Die werden wir uns im Detail anschauen. Das sind also Sachen, die man machen kann und die sollte man dann aber in irgendeiner Weise dann auch weiter integrieren. Hier sieht man nochmal ein bisschen schöner visualisiert, was hat man so alles, was macht man so alles für Dinge. Hier ist so ganz bisschen angedeutet, dass man hier auch so ein analoges System vielleicht hat, das finde ich ganz wichtig. Da muss man auch mal sehen, wie die Passungen sind zwischen, wie kriege ich eigentlich die Sachen, die ich online habe, wieder ins Analoge, und man möchte auch nicht immer vorm Rechner sitzen. Hier sind verschiedene Dienste, wie zum Beispiel Remember the Milk, das ist so ein Aufgabenlistenverwalter, den wir uns anschauen werden und so weiter und so fort. Also man hat so eigentlich wie so ein bisschen so seine Bausteine und baut sich dann was wie mit einem Lego-System zusammen. Und das kann auch, das hat natürlich auch immer irgendwie eine Entsprechung im Realen, das heißt, ich brauche entweder Geräte, auf denen ich das hier laufen lasse, ich habe aber auch analoge Dinge, wie vielleicht meine Kladde, und ich habe vielleicht auch ein paar Bücher dabei und noch einen alten Kassettenrekorder, wo ich vielleicht das aufnehme und so weiter und so fort. Das kann also eine Sammlung von all den Dingen, Ressourcen, die ich nutze fürs Lernen. Und es wäre toll, wenn wir vielleicht am Ende des Seminars auch ein paar Bilder von Ihnen haben, wie so eigentlich Ihre Sammlung aussieht. Graham Edwards sagt, persönliche Lernumgebungen, die helfen bei der Informationssuche, beim Sammeln und Strukturieren von Informationen, beim Arbeiten, Analysieren. Sie unterstützen einen bei der Reflexion. Es gibt Präsentationswerkzeuge, tut man dort hinein. Werkzeuge, um Dinge zu erstellen und zu teilen und sich zu vernetzen. Das hört sich ziemlich an nach unserem Seminar irgendwie, und insofern gibt es eine sehr gute Passung zwischen diesem Thema persönliche Lernumgebung und dem erfolgreich Studieren im Internet. Und deswegen ist auch Ihre Aufgabe, sich ein Lernprojekt herauszunehmen und da dann so eine Lernumgebung, persönliche Lernumgebung zu entwickeln. Ja, und damit sind wir schon am Ende des Modul A's angekommen. Das war hier die Übersicht. Wir haben tatsächlich
In der ersten Episode war es zum Organisatorischen gesagt, zweite Episode Web 2.0 in Lernen und eben gerade eine kurze Einleitung zum Thema persönliche Lernumgebung. Und in 2 Wochen gibt es das neue Modul Erfolgreich studieren und da sprechen wir dann darüber, was das eigentlich bedeutet, erfolgreich studieren, wie man das machen kann. Und wenn Sie jetzt überlegen, oh, jetzt hätte die ganze Zeit über persönliche Lernumgebung gesprochen, muss ich da irgendwelche Software installieren auf meinen Rechner, können ganz entspannt sein. Man kann einfach eigentlich als Grundlage einer persönlichen Lernumgebung nimmt man im Allgemeinen einen ganz normalen Webbrowser. Es gibt mittlerweile ein paar andere Browser, die plattformübergreifend da sind. Also das wäre dann noch Google Chrome und Apple Safari, die zumindest in Windows und Mac verfügbar sind, Chrome auch für Linux. Die haben mittlerweile auch die Möglichkeit, Add-ons zu installieren. Es gibt ein paar Add-ons, die wir zeigen wollen, die es nur auf Firefox gibt. Und insofern werden wir doch wohl schon die meisten Beispiele Firefox zeigen. Ich werde aber trotzdem auch ein bisschen darauf eingehen, warum es sowieso sinnvoll sein kann, mehrere Browser zu nutzen. Hier wie immer die Quellen und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Einstieg in das Seminar, in das erste Modul. Und schauen Sie bitte aufs Blog, da stehen die Arbeitsaufträge und alles drauf und wie Sie in Ihr Blog kommen und so weiter und so fort. Viel Spaß und danke, dass Sie dabei sind. Okay.